Okay, also das Thema heute mal nicht Routing, sondern Datenformate. Ich habe hier Consumer-Anwendungen ergänzt, um das ein bisschen abzugrenzen. Also wer jetzt hier ist, weil er meint, er erfährt, wie er Shapefiles in sein GIS-Tool laden kann, der kommt vielleicht jetzt nicht auf seine Kosten. Aber wer wissen will, wie er OSM-Daten offline auf dem Smartphone nutzen kann, der ist hier richtig. Über was für Anwendungen reden wir da? Das ist immer im Wesentlichen dieser Sixpack. Also es ist Routing, Rendering, Geocoding, also Adresssuche und POI-Suche. Ich habe hier Guiding und Reverse Geocoding noch eigens aufgenommen, weil ja Routing und Guiding ist ja schon, sind ja schon getrennte Anwendungen. Ob ich den Weg jetzt finden will oder ob ich den Weg entlang führen will mit einem Spurassistenten und einem Blitzerwarner, das sind ja eigentlich zwei verschiedene Sachen. Aber all diese Sachen will man eben haben und man will sie eben auch offline haben, auf dem mobilen Gerät. Die ganzen anderen Anwendungen habe ich so klein hier unten reingeschrieben, nur um zu zeigen, dass ich es nicht vergessen habe. Aber darum geht es jetzt hier nicht. Was ist das für Software, die da eine Rolle spielt? Also natürlich gibt es hier diese, Entschuldigung, klassische Desktop-Server-Software, die das Ganze klassisch servergetrieben antreibt. Das ist auch wieder nicht mein Thema. Wie gesagt, es geht jetzt mehr um Offline-Anwendungen. Zum Teil auf dem Desktop, aber eben vor allen Dingen auf mobilen Geräten. Und da gibt es auch wieder zwei Sorten. Also es gibt die klassischen Handhelds, insbesondere die Firma Garmin spielt da eine Rolle. Und dann gibt es Smartphones. Für Garmin gibt es hier ein Datenformat, IMG, das wurde von Garmin entwickelt. Aber es gibt eben auch OSM-Daten in diesem Format, weil das wurde reverse-engineert. Und das ist sicher ein großer Bereich. Also es gibt viele Leute, die das so benutzen. Und es wird auch nicht nur auf Garmin-Geräten benutzt, sondern es gibt dann auch wiederum für Smartphones Software, die das anzeigen können und auch auf dem Desktop. Aber ich verstehe jetzt von dieser Welt nicht viel, deswegen sage ich da auch nichts weiter dazu. Ich kenne mich jetzt eher mit den Smartphone-Lösungen aus. Und da gibt es auch wieder eine Gruppe von Anwendungen, die man zusammenfassen kann, weil sie diese MapsForge-Bibliothek benutzen. Das haben wir heute Morgen auch schon gehört. MapsForge ist eine Vektorkartenbibliothek, die 2008 an der FU Berlin entwickelt wurde. Wird immer noch aktiv weiterentwickelt, allerdings jetzt nicht mehr von diesem Uni-Institut, sondern von anderen Leuten. Und die kann man eben in diese mobilen Anwendungen einbinden, um eine Karte anzuzeigen. Aber eben nur eine Karte anzeigen. Das heißt, von diesem Sixpack lässt sie eben ökologische Nischen offen, die dann anderweitig gefüllt werden müssen. Insbesondere fürs Routing gibt es dann die Lösung, haben wir auch schon gehört, Graphhopper als Bibliothek, die man dann einbinden kann, damit diese Anwendungen eben auch offline routingfähig werden. Oder eben das Projekt, was ich betreibe, B-Router, auch damit tun also eine Auswahl von diesen Anwendungen Offline-Routing-Funktionalität zur Verfügung stellen. Was es jetzt nicht gibt, ist ein Geocoder, der diese Lücke füllt. Also es gibt keinen Offline-Geocoder, der irgendwie universell verwendbar ist, den man in so eine Anwendung einbauen kann. Gibt es einfach nicht, ist schade. Es gibt diese ganzen proprietären Anwendungen, die haben dann zum Teil auch Geocoder, die mehr oder weniger gut funktionieren. Also da funktioniert alles mehr oder weniger gut. Die sind einfach proprietär, die machen alles selbst, die haben ihre eigene Data Supply Chain, irgendwo so ein Download-Tool, kann man runterladen und funktioniert. So, wo kommen jetzt im Allgemeinen diese Daten her? Also, ich habe ja schon gesagt, es gibt zwei, also wie gesagt, Garmin ist jetzt mal vergessen, das Thema. Auch Smartphones im Wesentlichen diese zwei Klassen. Es gibt diese proprietären Tools, die machen alles selber. Ich habe hier mal Osment und Maps.me als Beispiel genommen und da hat man einfach einen Download-Manager, lädt das runter und hat eben Dateien, mit denen kann man alles machen. Rendering, Routing, Adress- und POI-Suche. Und alles mehr oder weniger gut. Also hier bei Maps.me habe ich das Routing mal durchgestrichen, weil das will ich jetzt nicht öffentlich behaupten, dass die wirklich Routing können. Die andere Gruppe sind diese MapsForge-Sachen und da ist es jetzt so, das ist völlig getrennt. Also die Leute, die Kartenstile für MapsForge entwickeln, das sind nicht dieselben Leute, die Vektordatenbibliothek entwickeln. Und das sind wiederum andere Leute, die die Anwendung entwickeln. Also das ist sehr viel mehr Arbeitsteilung. Und das führt jetzt dazu, ich habe also verschiedene Möglichkeiten, mir MapsForge-Karten runterzuladen. Und das ist aber so, dass ich, je nachdem, welchen Kartenstil ich benutzen will, auch die Datenfiles dann runterladen muss, die dazu passen. Also im Prinzip sind die austauschbar, aber eben nur im Prinzip. Und
Das ist auch schon das, was ich jetzt an dieser ganzen Tabelle hier bemängle. Also mir gefällt diese ganze Tabelle nicht, allein schon die Tatsache, dass es sie gibt. Eigentlich braucht man ja nur OpenStreetMap-Daten. Und da gibt es zum Beispiel das Format, was hier oben steht, also diese OSM-PBF-Dateien. Da sind einfach alle OpenStreetMap-Daten drin. Und letztendlich werden die anderen ja daraus berechnet. B-Router habe ich hier mal mit aufgeführt, obwohl es natürlich außer Konkurrenz ist, weil das macht ja nur Routing. Entsprechend ist es eben auch viel kleiner als die anderen Dateien. Während die Kartenformate, die also die hohe Detailtiefe haben, die also insbesondere die Hausumrisse dabei haben, die haben alle eine Größe, die ist vergleichbar mit den Quelldaten. Also für Deutschland 3 Gigabyte. Die Variationen, die es hier gibt, zwischen 2,5 und 3,8 Gigabyte, das ist nicht echt, das kommt im Wesentlichen von diesem Polygonschema, was die benutzen. Die einen benutzen einen breiten Rand, einen dünnen Rand. Die einen haben Höhendaten dabei, die anderen nicht. Also das heißt, rein von der Technologie sind die alle ungefähr gleich gut. Also man kann jetzt nicht sagen, dass MapsMe hier, die mit 2,5 Gigabyte für Deutschland auskommen, dass die besser sind wie MapsForge. Also das ist alles dasselbe. Das heißt, was jetzt eigentlich tatsächlich fehlt, ist ein universelles Datenformat, was hier diese Lücke füllt zwischen den Anwendungen und der OSM, was von der Downloadgröße extrem konkurrenzfähig ist gegenüber den anderen und was eben alle diese Anwendungen bedient, was ein kurzes Update-Intervall hat und was eben kein Polygonschema verwendet. Das hat ja eben auch der Frederik gesagt, oh, Valhalla kann man teilweise hier runterladen, tolle Idee. Die Idee ist ja nicht neu, aber alle diese Anwendungen hier, die benutzen eben so Admin-Polygone oder so. Gibt es eigentlich keinen Grund dafür. Graphhopper ist jetzt hier in der Liste nicht dabei. Nicht, weil ich das vergessen habe, sondern weil es für Graphhopper tatsächlich keine Supply Chain gibt. Also wenn ich Graphhopper-Routing machen will, muss ich mir den Graphen selber ausrechnen. Das geht aber erstaunlich gut. Ich kann das zum Beispiel hier mit Cruiser Desktop machen. Das ist jetzt eine Anwendung für MapsForge-Karten, nicht für Mobilgeräte, sondern für den Desktop. Da kann ich dieselben Karten anschauen. Und hier kann ich dann zum Beispiel auch Graphhopper-Routing machen, indem ich mir eine OSM-PBF-Datei nehme und benutze irgendeine Funktion, um die in einen Graphhopper-Routing-Graphen zu verwandeln. Und dann kann ich das machen. Und das geht auch erstaunlich gut. Also das ist, kriegen nicht nur Nerds hin, das habe selbst ich geschafft. Und auf den zweiten Blick gibt es natürlich dann wieder diese Dateiprobleme. Also zum Beispiel haben wir ja gehört, Graphhopper kann Höhendaten, aber hier gibt es keine Höhendaten. Also wo sollen sie herkommen? Das andere ist, wenn ich jetzt so eine Strecke habe wie München-Innsbruck oder so, dann brauche ich ja einen Graphen, der das drin hat, ne? Also einen europäischen Routing-Graphen. Den kann ich mir natürlich berechnen, aber nicht in dem Schema, ohne jetzt da irgendwie die Memory-Parameter so anzupassen, dass das auch funktioniert. Also das heißt, im Detail ist das natürlich auch nicht immer anwenderfreundlich. Während wenn ich jetzt B-Router zum Routing verwende, da gibt es ja in der Android-App so einen Download-Manager, da lade ich mir die Kacheln runter, die ich brauche. Hier die gelbe Kachel wäre die für München-Innsbruck, aber der kann eben auch dann über Kachelgrenzen hinweg routen. Ich will aber jetzt nicht über das Routing selber sprechen, sondern nur über das Datenformat, weil da habe ich im letzten Jahr nochmal extrem dran gearbeitet. Und natürlich sind diese Routing-Daten klein, weil sie gefiltert sind, ist ja nicht alles drin. Aber es sind immerhin 23% der Knoten drin aus der OSM-Datenbank, haben aber nur 8% der Größe von einem OSM-PBF-Datei. Beziehungsweise, wenn ich die Höhendaten rausrechne, nur 7%. Das heißt, ich habe tatsächlich nochmal einen Faktor 3 Größenreduktion geschafft, unabhängig von dieser Filterung. Und das ist jetzt die Idee hier, warum ich jetzt darüber rede, dass ich mir sage, okay, ich habe also da jetzt dran gearbeitet, an dieser Technologie das kompakt darzustellen. Das kann ich ja auch ohne diesen Filter machen. Ich nehme also einfach die OSM-Daten und stelle sie kompakt dar, aber eben komplett, so dass ich damit alle Anwendungen bedienen kann, also eben auch ein Renderer oder ein Geocoder oder eine POI-Suche. Nochmal kurz dazu, was heißt das verlustfrei? Natürlich, wenn ich Ihnen jetzt erkläre, ich kann das in Faktor 3 komprimieren und ich schmeiß gar nichts weg, das glaubt mir keiner. Und das stimmt auch nicht. Ich lasse natürlich viele Sachen weg, also zum Beispiel diese technischen IDs, die es in den OSM-Daten gibt. Das ist Technik, die braucht man für Anwendungen nicht. Oder auch solche Metadaten wie den Benutzer und den Zeitstempel der letzten Änderung lasse ich weg. Und vor allen Dingen lasse ich auch noch weg einen Teil von der Koordinatengenauigkeit. Also OSM
speichert ja Koordinaten mit ungefähr einem Zentimeter Auflösung, während so ein Anwenderdatenformat macht typischerweise Mikrograd, das sind dann so 8 Zentimeter. Also da fehlen nochmal 3 Bit. In der Koordinate klingt wenig, aber mal 260 Millionen Nodes, mal 2 und so weiter sind 200 Megabyte, das ist ein erheblicher Anteil des Datenvolumens, der nur in dieser Auflösung steckt. Wenn man jetzt ein neues Datenformat entwickeln will, schaut man sich natürlich an, was gibt es schon. Und klar, MapsForge ist ja immer noch wichtig in dem Segment. Und es ist auch tatsächlich wirklich schön, sich das anzuschauen, weil da kann man auf die Homepage gehen und findet eine Datenformatspezifikation, wo Bit für Bit beschrieben steht, wie das aufgebaut ist. Also das ist wirklich ein gutes Beispiel. Wenn man bei diesen anderen Kartenformaten fragt, dann kriegt man immer nur gesagt, ja, guck in Source Code, das ist die Dokumentation. Das heißt, das ist einerseits fantastisch, was man hier sieht, andererseits ist das aber auch traurig, denn hier steht, dass die Relationen wegdiskutiert wurden aus den OSM-Daten und hier steht, dass die Knotenidentität wegdiskutiert wurden. Und damit sind die Daten im Wesentlichen unbrauchbar geworden. Also für fast alle Anwendungen, außer eben damit eine Karte zu malen. Das will ich näher erklären anhand von dem OSM-Datenmodell. Also das ist das Original-OSM-Datenmodell, wie es hier schon mehrfach diskutiert wurde. Es besteht aus diesen drei Entitäten, Relationen, Wegen und Knoten. Wenn ich das jetzt in so einer Kachelstruktur pressen will, die ich brauche für so einen direkten Zugriff auf die Daten, dann ist es eigentlich, eigentlich auch straightforward. Ich setze einfach eine Kachelstruktur oben drauf. Das heißt, es gibt jetzt nicht mehr diese drei Entitäten, Relationen, Wege und Knoten, sondern nur noch eine, eben diese Kachel. Die hat als Adresse das Zoom-Layer, also das Zoom-Level und ihre XY-Koordinaten. Und in dieser Kachel gibt es dann eben drei Listen für Relationen, Wege und Knoten. Und die haben zwar immer noch IDs, aber das sind nicht mehr die IDs, die wir kennen, sondern das sind nur noch die Listenindizes von diesen Listen. Also die IDs nicht mehr global, sondern eben nur noch im Kontext dieser Kachel gültig. Und das ist jetzt eigentlich nichts Besonderes. Dieses Schema haben wir gestern auch schon gesehen. Der Martin Reifer hat es erklärt, dass er das für seine Historiendatenbank verwendet und packt da sogar gleich noch die komplette Objekthistorie mit rein. Also das ist eigentlich naheliegend, das so zu machen. Und auch MapsForge macht das im Prinzip ganz genauso. Das verwendet so eine Tiled Storage oder also so eine Kachelstruktur mit Zoom-Leveln. Aber sie machen es halt leicht anders. Das heißt, sie machen es kaputt. Sie lassen die Relationen weg aus dem Modell komplett. Dann nicht komplett, sondern sie bauen dann hier für die Multipolygone so eine Sonderlocke ein, weil die braucht man ja. Und sie schreiben die Koordinaten direkt in die Wegknoten rein und verzichten auf die Relation zum Knoten. Und das, was eigentlich Knoten sind, das heißt bei den POIs, also Point of Interest, und sind eben nur noch die Knoten, die mindestens einen Tag haben. Also das ist das MapsForge-Datenmodell. Und das ist halt schade, weil dann damit ist die Knotenidentität weg, damit ist es nicht mehr routingfähig. Und eigentlich ist es auch kaputt für die Anwendung, für die es eigentlich gemacht ist, weil die Relationen sind ja weg. Das heißt, ein Kartenstilentwickler, der jetzt eine Wanderroute malen will, der muss sich selber darum kümmern, wie er die Information über diese Wanderroute als Pseudotext auf die Wege projiziert. Also das ist nicht in diesem Datenmodell enthalten. Und das ist auch der Grund, warum jetzt jeder Kartenstilentwickler seine eigene Data Supply Chain braucht, weil es ist einfach nicht normiert, wie diese Pseudotexte für die Relationen dann heißen. Wenn man das jetzt nicht macht, also diese Modelländerung, sondern möglichst nah am OpenStreetMap-Datenmodell bleiben will, ist es aber auch nicht einfach, weil jetzt habe ich ja hier zum Beispiel wieder diesen Bezug drin vom Wegknoten auf den Knoten. Und der geht ja eigentlich über die Knoten-ID, aber die ist jetzt nicht mehr, die ist jetzt nur noch innerhalb einer Kachel eindeutig, die gibt's eigentlich gar nicht mehr. Das heißt, ich muss ja die Kachel auch noch adressieren und das mache ich aber jetzt nicht über die kompletten Kachelkoordinaten, sondern nur noch über das Zoom-Delta. Und damit schränke ich es eben stark ein. Ich kann jetzt zwar referenzieren von einer Kachel in die andere, aber nur, wenn es eine übergeordnete Kachel ist. Und das ist jetzt zwar sehr abstrakt, aber an einem Bild ist es vielleicht besser verständlich.
also hier sind zwei Kacheln dargestellt und zwei Wege. Die rote Kachel hier ist Zoom 2, die grüne Zoom 1. Der rote Weg passt in die rote Kachel, der grüne nicht, deswegen ist er auf Zoom 1. Aber die haben einen gemeinsamen Knoten. Jetzt ist die Frage, auf welchem Zoom-Layer muss dieser Knoten sein? Und die Regel sagt eben, er kann nur auf Zoom 1 sein, weil ich kann von Zoom 2 auf Zoom 1 verweisen, aber nicht umgekehrt. Also das ist das Datenmodell, in dem dann die Daten kodiert werden. Und das habe ich gemacht, also noch nicht ganz vollständig, da fehlen noch die Relationen und so, um das auszuprobieren und auch halt zu testen, ob ich auch wirklich diesen Kompressionsfaktor hinkriege und so. Und was man jetzt hier sieht, das ist im Prinzip eine MapsForge-Karte, aber es sind keine MapsForge-Daten, weil es ist diese Kachelstruktur, die ich jetzt selber generiert habe in diesem Datenmodell. Aber es sieht perfekt aus wie eine MapsForge-Karte. Also nicht ganz perfekt, wenn ich jetzt da genauer hingucke, dann sehe ich die Unterschiede. Das ist der Frankfurter Hauptbahnhof. Ich zoome mal raus. Und jetzt sieht man schon, dass irgendwas nicht stimmen kann. Am besten sieht man es, wenn ich kann ja jetzt direkt umschalten auf die originalen MapsForge-Karte. Ich mache es mal ein paar Mal hin und zurück. Also hier zum Beispiel ist ein Multipolygon, was verschwunden ist. Und hier ist der S-Bahn-Tunnel, der jetzt plötzlich an die Oberfläche gekommen ist, der eigentlich nicht sichtbar ist. Also da gibt es so kleine Unterschiede, die aber alle erklärbar sind. Also worum es mir ja nur geht, ist darzustellen, dass es technisch möglich ist, aus so einer Read-Only-Datenbank direkt Anwendungen zu betreiben, ein Renderer und so weiter, ohne das nochmal konvertieren zu müssen. Ich zoome mal weiter raus, zoom 14, auch noch ungefähr okay. Und jetzt zoom 12, das sieht nicht mehr gut aus. Also hier fehlen jetzt schon großflächig Wälder, auch weil es wieder Multipolygone sind. Wie gesagt, einfach nur noch nicht implementiert. Aber ich sehe auch hier in den urbanen Gebieten, das ist viel zu dicht gemappt. Also irgendwas ist da in der Abstimmung zwischen dem Kartenstil, der ja eigentlich filtern soll, welche Elemente er anzeigt, und dieser Filterkette, die man braucht, um jetzt die Objekte den einzelnen Ebenen zuzuordnen, da passt das noch nicht so ganz. Also das ist jetzt die originalen MapsForge-Karte und das wäre jetzt das, was ich hier produziert habe. Zoom 10 sieht natürlich jetzt ganz kaputt aus, aber auch das ist jetzt wieder kein Fehler, sondern das ist einfach nur nicht fertig. Wenn man jetzt so eine Layered-Kachelstruktur zum Rendern verwenden will, dann braucht man natürlich noch einen Regelsatz, um zu bestimmten Features bestimmte Maximal-Zoom-Stufen festzulegen, weil das muss ja zu dem Kartenstil passen. Wenn der halt auf Zoom 8 die Autobahnen malen will, dann müssen die auch auf Zoom 8 sein, ja, und nicht auf Zoom 14 irgendwo versteckt. Das heißt, an der Stelle wird das Datenformat natürlich nicht mehr so ganz universell, weil ich brauche eben diesen Regelsatz, der mir festlegt, auf welcher Ebene ich welche Eigenschaften unterbringen will. Okay, aber wie gesagt, die Demonstration, dass man mit so einem Datenformat, was wirklich vollständig ist, diese Anwendung betreiben kann, ich hoffe, das ist mir gelungen. Okay, noch kurz, warum mache ich das? Was ist das Ziel dabei? Also das Ziel ist, wie gesagt, ein universelles Datenformat zu haben, was alle diese Anwendungen betreiben kann, was standardisiert ist, was auch immer schon die Höhendaten mit dabei hat, weil viele Anwendungen brauchen das eben. Und auch in verschiedenen Formaten. Ich kann ja eine Karte mit Höhenlinien zeichnen, ich kann sie mit einer Schummerung zeichnen und so weiter, aber ich brauche immer Höhendaten. Und wie gesagt, vom Datenvolumen her, das soll sehr konkurrenzfähig sein, also weniger als 40% der USM-PWF-Quelldaten. Es soll wirklich ein Datenformat werden, keine API. Das ist ein wichtiger Unterschied, weil wenn ich wirklich einen schnellen Decoder schreiben will für einen Renderer oder so, dann kann ich mit einer API nichts anfangen. Dann muss man das wirklich insgesamt betrachten, den Datenfilter, den Kartenstil und so weiter. Deswegen, MapsForge ist da bestimmt eine gute Vorlage, wie man so ein Datenformat dokumentieren kann. Und es soll wirklich anwendungsunabhängig sein, das Datenformat, aber es gibt ganz bestimmt gewisse Sachen, die gehen nicht anders. Also zum Beispiel gibt es in MapsForge solche Wasserbits, um die Küstenlinie zu unterstützen, und ohne geht es einfach nicht. Und wenn man das eben weiß, dann muss man eben
das vielleicht doch schon in dieses Datenformat mit aufnehmen, obwohl es eigentlich anwendungsunabhängig ist. Und es soll eine Kachelmühle geben dazu, die so ressourcenschonend ist, dass man den Planeten damit verarbeiten kann, ohne gleich ein Rechenzentrum dafür zu brauchen. Ich bin fertig. So gut wie gut, die Milestones, wie gesagt, um damit ernsthaft jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, hier, das ist ein neues Datenformat, das ist toll, braucht man erstmal eine vollständige Demo mit MapsForge. Man braucht zumindest mal ein Proof of Concept für Geocoding, dass man damit Adressen finden kann. Und am besten auch einen neuen Decoder für Beruta, dass auch Beruta damit direkt funktioniert. Genau. Das wäre das Ziel. Und mein Fazit ist, ja, das funktioniert. Man kann OSM-Daten anwendungsunabhängig so darstellen, dass sie trotzdem diese Anwendung betreiben können. Dieser gegenwärtige Datenformat Zoo, das ist ein echtes Innovationshindernis. Also es geht jetzt niemand hin und entwickelt einen Offline-Geocoder, weil es ist einfach der Overhead viel zu groß, bis er erstmal seine Data-Supply-Chain und so weiter hat. Aber wenn es erstmal diese Basis gibt, glaube ich, dann gibt es auch denjenigen, der den Geocoder entwickelt. Okay, und die dritte Message ist, wenn man wirklich erfolgreich sein will im Consumer-Bereich, dann ist Integration das Allerwichtigste, also wichtiger als Qualität. Ich kann alle möglichen Fehler machen, ich kann Inseln trockenlegen, ich kann Autobahnen weglassen, aber ich kann keine Anwendung anbieten, die keine Adresse finden kann. Okay, damit bin ich am Ende. So, vielen Dank für diesen aufschlussreichen Vortrag. Ich bitte um Rückfragen, falls irgendwas noch nicht so ganz verständlich ist. Ich gebe direkt mal das Mikro weiter. Jo, danke. Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es keinen Offline-Geocoder. Und was ist damit gemeint? Eine Umwandlung von Adressen in Geokoordinaten? Oder was ist hier mit Geocoding gemeint? Nein, Geocoder ist Adresssuche. Also ich suche eine Adresse und will die Position. Okay, das hat mich jetzt gewundert, weil ich meine, es ist ja in Osmen zum Beispiel einer integriert, der ist nicht frei, nicht Open Source. Oder ich habe auch selber schon einen entwickelt. Also ich denke, es gibt sowas schon. In Osment einen, es gibt in Maps.me einen, also es gibt viele, aber es gibt keinen. Also wenn es jetzt eine Anwendung gibt, die MapsForge-Bibliothek zum Routen verwendet und sagt, okay, ich brauche jetzt noch irgendwo einen Geocoder, dann findet sie keinen, weil sie braucht ja auch die Datenbasis dazu. Also man kann ja nicht deswegen die Osment-Dateien runterladen, weil man dann da was verwenden will. Das ist klar, die müssen erst umgewandelt werden in ein Format, das der Geocoder dann lesen kann. Aber gut, da meine ich, gäbe es schon Möglichkeiten. So, sind noch weitere Fragen? Du hast gesagt, dass das zu hoffen ist, wenn es so ein kompaktes, halbwegs standardisiertes Format gibt, dass dann auch viele da auf den Zug aufspringen und sagen, super, kann ich ja meinen Offline-Geocoder oder sowas mit diesen Daten machen. Aber ist nicht zu befürchten, dass jetzt einer, der zum Beispiel, also wenn du einen Geocoder machst, kann es ja sein, dass du deinen Algorithmus zum Beispiel eine ganze Menge Vorverarbeitung erfordert, dass du sagst, oh, ich mache hier im Vorverarbeitungsschritt, ordne ich schon mal allen Straßen die Gemeinde zu, in der sie liegen oder irgendwie sowas. Das ist ja dann was sozusagen, also solche anwendungsspezifischen Sachen werden ja eben gerade ausgeklammert bei einem universellen Format. Das heißt, da müsste es dann so sein, okay, das Format lädt sich jetzt die universellen kompakten Teils runter, muss danach aber dann erstmal noch eine halbe Stunde rechnen auf dem Smartphone, bis irgendwelche Strukturen aufgebaut sind oder irgendwelche eben Anwendungsspiele oder denk auch an einen Contraction Hierarchies Router oder irgendwas. Also typischerweise ist halt eben dieser Format Zoo, den du beklagst, ist ja oft nicht nur ein Subset von OpenStreetMap-Daten, sondern da steckt ja manchmal schon auch noch so eine ganze Menge Vorberechnungszeug drin, was halt serverseitig schon gemacht wurde. Und das könntest du ja jetzt hiermit nicht so gut abbilden. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich es generell ausschließe. Ich habe ja zum Beispiel gesagt, dass für die Küstenlinie es wahrscheinlich nicht anders geht, als jetzt pro Kachel irgendwo zu hinterlegen, ist es im Wasser oder nicht. Aber beim Geocoding glaube ich, dass man so viel nicht braucht. Ich meine, die Hierarchie der Admin-Levels ist drin. Das heißt, die Städte finde ich damit.
Und wenn ich die Stadt erstmal habe, kann ich ruhig alle Daten durchsuchen, um die Straße zu finden. Also ich denke, das Problem ist hierarchisch, das Datenformat ist hierarchisch und dann passt das schon. Und wenn es aber jetzt tatsächlich so ist, dass ein Geocoder gar nicht ohne einen Städteindex auskommt, ja, dann kann man ihn ja reinbauen. Ich wollte nur sagen, es soll jetzt nicht überhand nehmen und dadurch das Datenformat aufblähen. So, noch eine letzte kurze Frage. Danach müssen wir leider die Fragerunde schließen. Eine Frage nicht zu Ihrem neu entwickelten Format, sondern eher zur Einführung, die dazu bestand. Aus Anwendersicht, ich verwende eine MapsForge-Karte mit einem Rendering meiner Wahl und dazu die App Logos. Gibt es irgendeine Möglichkeit, einen Offline-Routing bereitzustellen über diese B-Router-Software von Ihnen? Oder gibt es die derzeit noch nicht? Welche App? Ich habe es nicht verstanden. Logos. Logos Map. Ja, Logos Map unterstützt ja B-Router. Das heißt, die App muss nur installiert werden, um da ein Offline-Routing bereitzustellen? Genau. Gut.